Ja, natürlich ist ein total besonderes Ereignis für die FT. Die Jungs schreiben ja auch Geschichte in der Freiburger Volleyballwelt. Aber ich gehe ganz, ganz schwer davon aus, dass die Jungs jetzt nervös sind bis sonst wohin. Und sobald angepfiffen ist, ist die Nervosität weg und sind nur noch heiß auf Volleyball. Schon zwei bei Freiburg. Ja, jetzt geht schon ein bisschen mehr Druck. Ja, aber Annahme steht wieder gut und Olli Hein zieht da schön durch. Und die dürft ihr dann online, also über die dürft ihr online dann abstimmen. Genau. Und einen MVP führen. Das geht über unsere Insta-Seite oder die FT-Homepage oder die Volleyball-Bundesliga-Homepage. Genau, oh, so ein Ball. Punkt. Genau den Punkt. Das war wieder Freiburg at its best. Was man aber, glaube ich, auch deutlich festhalten muss, unsere Gäste auf Friedrichshafen bisher absolut souverän. Macht er tatsächlich. Ah, aber er ist da. Aber Jan von Hall lässt sich da nichts anmerken. Ja, Freiburg auf 4 dran. Schöner hier Aufschlag. Guter Aufschlag, ja. Und der Freiburger Block ist da schon wieder. Schöner Aufschlag. Pascal Rüstel, schöner druckvoller Aufschlag da. Friedrichshafen durch die Mitte, Freiburg wehrt ab. Jetzt Friedrichshafen mit der neuen Chance. Oh, und da ist Peter. Ja, aber er ist einfach. Schauen wir mal. Geiler Aufschlag von Yannick Harms. Und da ist der Freiburger Block auf jeden Fall. Schöne Annahme da. Ja. Ja, Tim Peter wieder da mit einem druckvollen Aufschlag. Jetzt der Dankeball. Schauen wir mal, was die Freiburger drauf machen. Und Olli Hein ist da wieder zur Stelle. Hofft er mal, dass Eichhörnchen sein müssen, dass sich mühsam ernährt. Ja. Gesichert da. Also wir haben gerade noch mal den Hinweis gekriegt, dass wenn es jetzt so aussieht. Oh, und Olli Hein, das war ein Ass. Ja, also super wichtiger Spieler bei Friedrichshafen auf jeden Fall, klar. Und hier nochmal eine schöne Rallye gewinnen. Und haut dann auch gleich ein Ass hinterher. Starker Block da von den Freiburgern. Da bringen wir die Halle noch mal ordentlich zum Beben hier. Ja, Ian Parrish da noch mal mit einem knackigen Aufschlag, aber da macht der Friedrichshafener Zuspieler Alexa Bartak den Sack zu.